Willkommen zur 218. Folge Simutrans. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt gucken wir mal noch. Ein Stück gut dauert, die Linie ist ja durch. Das heißt, die Testlinie. Oder was heißt Testlinie? Diese kann auch weg. Das heißt, der hier kann auch alles weg. Das heißt, der ganze Kram kann auch weg. So, du musst jetzt noch weg. Pop, pop, mach's gleich. Pop, pop. Jawohl. Der ganze Kram kann dann dementsprechend auch weg. Wunderbar. Güteröl. Cool, als die sind noch dran, ne? Borken hier leider immer noch überfüllt. Kommt der nicht hinterher? Die große Frage. Brauchen wir da unter Umständen noch einen zweiten Zug? Wo ist noch 100er? Jetzt haben wir nämlich das andere Problem mit 15.000 Leute zum Pax Zentralbahnhof. Okay, Dagobert hat aktuell seine Fahrzeuge drin. Das heißt, der ganze Kram sollte sich hier irgendwann Zentralbahnhof. Gut, aber jetzt hier so weit, dass wir unseren weiteren Umbau starten können. Müssen wir hier mal ein paar Sachen abreißen, die kann man leider nur einzeln abreißen. So, das wäre dann sozusagen der nächste. Den ganzen Kram raus mal weg.
wir nämlich das auch schon mal. Wir hatten über diese Linie hier runter. Auch das Friedrich Sägewerk. Der Wald, das ist die Anlieferung. Ansonsten geht der halt nach ganz unten. Das könnten wir auch über eine neue Linie laufen lassen, und zwar über den komplett eigenständigen Bahnhof hier. Dann hätten wir hier auch schon mal wieder ein paar mehr Fahrzeuge raus. Aber ich glaube, das ist ein relativ großer Umbau auf einen Schlag, ne? Ja, noch sehr, sehr viele Leute stehen. Müssten wir wahrscheinlich auch alles laufen lassen über die Dings. €24 Millionen, das war unser Rekordgewinn. 18 machen wir auf alle Fälle ohne Probleme. Wenn man das so sieht, wir haben dieses Jahr schon mehr Geld bekommen als wir. Okay. Was wir auf jeden Fall noch mal ganz kurz überprüfen lassen sollten. Passt. Passt. Sieht jetzt noch nicht besonders schlimm aus. Die fahren aber auch alle. Wir lassen es erstmal.
Mal offen lassen. Berlin ist genauso bescheiden. Michael ist genauso bescheiden. Das ist gut. Das ist so auch gut. Das ist auch gut. Könnte, glaube ich, auch mehr sein. Ah ja. Wir fahren hier mit 25 Fahrzeugen weg, ne? Das ist eigentlich schon traurig, dass wir 25 Fahrzeuge brauchen. Brauerei? Diese Brauerei. Wegen der Gerste. Wir werden nicht ein Auto verkauft Berlin. Güter, Hopfen, landwirtschaftliche. Du hast hier 80.000. Das scheint zu reichen. Scheint ohne Probleme zu reichen. Das heißt, grundsätzlich sollten wir das Zeug abbauen. Irgendwann. Stahlmöbelfabrik, Güter, Stahlmöbelfabrik. Ja, David. Ja. Da, da, da.
Ja. Und ganz hier oben. Ja, 3000 unterwegs, 14.000 Linien noch, die fahren ja. Brauchen ja 4 Monate bis hier hoch. Aber das Problem ist, da lohnt sich halt im Moment nichts zu machen, weil wir hier den Umbau planen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt hier raus? Schnelllinie, die ist ja neu. Die Linie kann man auch löschen. Gehört, das ist eine alte, ne? Bis hier brauchen wir auf jeden Fall mehr Kapazität. Wahrscheinlich sogar deutlich mehr Kapazität. Frag mich, wo ich noch Sachen auf der Straße transportieren, aber in Ordnung. Der Zug ist klar. Schiff, naja. Selbst unsere Straßenbahnen machen gutes Geld. Unsere Fluglinien haben im letzten Jahr 23 Millionen. Wir haben hier 1 Milliarde. Das geht mit Sicherheit noch deutlich höher als diese 2,2 Millionen. Wir müssen da, glaube ich, mal durchschauen. Zumindest durch die Passagierlinien. 22.000 Gewinn. Ihr habt die Donner, die DC3. Genau, die DC3 ist das Maß aller Dinge, was wir im Moment haben. Fliegt schön schnell. Macht gut Gas. Auf alle Fälle. Sieht gut aus. Okay.
sollte man das nicht als gut bezeichnen, was hier schon Katastrophe ist. Pax Kokerei. Drei neue drauf. Ups, Pax Kokerei. Ist in Ordnung. Kokerei Belinda. Acht Fahrzeuge drauf. Kokerei Belinda. Fahrzeuge. Auf 20 hoch. Porgrim. Zwei Fahrzeuge. Porgrim 2 ist das. Eben. Normales Torgrim. Torgrim. Auf 10. Kohlekraftwerk Opa zockt. Ist vollkommen in Ordnung. Kraftwerk Lyrei. Kohlekraftwerk Buchholz. 5000 Passagiere. Kohlekraftwerk Buchholz. Ausmustern. Wir gehen, glaube ich, da mal ein bisschen höher. Ja, ich weiß, das wird jetzt hier natürlich mal einen kleinen Stau verursachen. Das sollte auch die Finanzen kurzzeitig mal ganz schön ausnocken. Aber ich denke mal, dass sich das lohnen wird. Ich hoffe mal, dass sich das lohnen wird. Damit bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid. Tschüss.